Guten Tag, Leute. Herzlich willkommen zu einem neuen Video. Heute sind wir wieder auf einem neuen Berg. Und zwar auf der Halde Tschocher in Großtschocher. Ich muss hier über ein paar Baumstämme kurz gehen. Aber alles gut. Hier oben ist dann der Gipfelkreuz nicht. Der Höhepunkt erreicht mit 143 Metern. Da hat man so schöne Aussicht so über Großtschocher. Ich war ja noch nie. Aber in Bildern sieht es so aus, als ob man auch vielleicht eine kleine schöne Sicht über Leipzig hat. Deswegen wird das so ein 5-minütiges Video etwa entstehen. Da sieht man schon ein bisschen was. Wie gesagt, ihr seht. Tja. Also ich habe auch gerade an dem Tag hier, wo ich das Video mache, habe ich auch gerade ein Video für die vorige Woche gemacht mit der Linie 3 und das ist ein bisschen hat die Sonne geblendet. Tut mir auch leid, ich habe das Video dann trotzdem hochgeladen, weil ich keinen Bock hatte, noch ein anderes Video zu machen oder so. Ja, es tut mir jetzt leid für die schlechte Qualität und so. Das Video wird auf jeden Fall besser. So, jetzt laufen wir erstmal hoch. Sollten gleich oben sein. Hier sind nämlich schon so ein bisschen die letzten Höhenmeter. Hier ist so ein kleiner Schleichweg. Den kann man auch langlaufen. Ich kenne den Berg aber nicht. Damit laufe ich auch keinen Schleichweg lang. So. Sollten gleich ganz oben angekommen sein. Wenn da hört man noch den ein oder anderen Zug. Aber ist ja nicht schlimm. So, haben wir wieder einen Schleichweg. Ich habe das auch ein bisschen für Mountainbiker gemacht ist. Da bin ich mir nicht so sicher. Ist sogar nicht. Ist jetzt rechts die Höhe erreicht oder links? Sieht so ein bisschen nach links aus. Das kann natürlich auch rechts sein. Hier geht es jetzt nämlich rechts. Ich glaube auch, wir müssen links. Ich glaube, rechts war eine Sackgasse. Schon wieder Abenteuer, Leute. Wir haben das hier aber gleich erreicht. Es sind noch Haufen Mücken und so. Ich hoffe, mich sticht keiner. Aber muss man halt im Sommer auch mal damit rechnen. Zum Sommeranfang vor allem. Am 21. Juni, der heute ist. So. Hermannsgipfel. Warum sage ich denn mal Gipfelkreuz? Die Spitze des Berges erreicht. Ja, es sieht so aus eigentlich wie auf den Bildern. Gucken wir mal nochmal. Zum Schluss verschaffen wir uns nochmal einen kleinen Überblick, was wir denn hier alles so sehen. So. Ich hoffe, man sieht so ein bisschen was. Da hinten ist Grünau. Da ist irgend so ein Park. Nee, es ist so ein altes Haus dort. Dieses ist immer nicht dort. Hier ist ein bisschen unterhalb. Sieht man schlecht. Ich weiß nicht, was da mal war. Irgendwie wurde das vor. So, nach der Wende, was weiß ich, 30 Jahre her. Stillgelegt oder so. Keine Ahnung. Jedenfalls, ja, wie sehen tut man jetzt hier nicht. Ich glaube, hier haben wir vielleicht bessere Chancen auf der Seite. Da gucken wir mal. Ja. So, hier haben wir einen schönen Ausblick. So. Das sind so Kraftwerke. Das sind die von Lippendorf. Die solltet ihr so jetzt eigentlich sehen. Hier ist der Wildpark gleich. Jetzt ist gleich, da ist ein bisschen mal hinten noch. Was sieht man noch alles? Da sieht man den Kosputner See, auch Kossi genannt dort hinten. Und ja, da hinten ist eventuell sogar noch der kleine Berg zwischen Markleeberger und Sturmtaler See. Aber das weiß ich jetzt nicht. Muss ich mal von der Luftlinie gucken. Oh, ich war fast hingefallen. Da muss man ja aufpassen. Also,
waren jetzt noch kurz reden. Beende ich das Video. Kann man hier vielleicht irgendwo noch hingucken? Weiß ich nicht. Läuft man aber nur durch den Wald. Schönen Ausblick hatten wir nicht nochmal. Aber ich finde es ja irgendwie gemütlich auf dem Berg. Wer in Leipzig Rorschacher wohnt, ich zwar jetzt nicht. Aber der Kampf von mir ist das immer hier austesten. So schlecht ist es jetzt hier nicht unbedingt mal hochzugehen. So. Ja. Vorne geht es dann wieder runter. Hier würde ich sagen, machen wir mal die Abschnitte. Also. Daumen hoch, wie ihr sagt. Abo vielleicht auch. Gut, ja. Nächste Woche kommt übrigens vom Video. Und ja, dann wo mal bis nächste Woche. Macht's gut, Leute. Und tschüss. Auf Wiedersehen. Bis zum nächsten Mal. Bye, bye.